Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einem Interview, man wolle alles tun, um den Krieg im kommenden Jahr auf diplomatischem Weg zu beenden. Derzeit sei man aber in einer schlechten Verhandlungsposition. Er räumte ein, dass die Lage an der Front schwierig sei. Jeden Tag rückt die russische Armee im Osten der Ukraine weiter vor. Langsam, unter hohen eigenen Verlusten, aber stetig. Der Ukraine fehlt es an schneller und zuverlässiger Unterstützung aus dem Westen und an Soldatinnen und Soldaten. Natürlich wollen wir abgelöst werden und ein wenig ausruhen. Aber jeder versteht, dass jetzt dafür nicht die Zeit ist. Denn wenn wir gehen, ist es vorbei. Dass Bundeskanzler Scholz nach dem Bruch seiner Ampelkoalition mit Russlands Machthaber Putin telefoniert, kritisiert der ukrainische Präsident scharf. Olafs Anruf öffnet meiner Meinung nach die Büchse der Pandora. Jetzt gibt es vielleicht andere Gespräche, andere Anrufe. Nur leere Worte. Russland wolle mögliche Verhandlungen nutzen, um seine internationale Isolation zu beenden, sagt Selenskyj im Interview mit dem ukrainischen Rundfunk. An echten Verhandlungen aber sei Russland nicht interessiert. Von unserer Seite aus müssen wir alles dafür tun, damit dieser Krieg im nächsten Jahr endet. Und zwar auf diplomatischen Wegen. Doch dafür muss die Ukraine laut Selenskyj in eine Position der Stärke kommen. Nur möglich mit einem entschlossenen Westen, sagen Beobachter. Wenn wir Sicherheitsgarantien erhalten, einen Beitritt in die NATO oder andere Garantien, so dass Russland versteht, dass die Ukraine nicht entwaffnet, nicht entmilitarisiert wird, wie Putin sagt, sondern im Gegenteil bewaffnet. Solange diese Garantien ausbleiben, werde Russland weiter angreifen. Und genau davor fürchten sich die Menschen hier am meisten. Viele, mit denen wir in der Ukraine sprechen, schließen schmerzhafte Verhandlungen längst nicht mehr aus. Aber im Gegenzug haben sie klare Erwartungen an den Westen. Keine leeren Versprechen, sondern echten Schutz.